Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin Review / Tutorial. Und zwar heute geht es um das Plugin Super Build Battle. Das kann man auch eigentlich Master Builders nennen. Es ist auf der, es basiert auf dem gleichen Spielmodus. Und ja, was macht dieses Plugin? Ich habe es gerade schon erwähnt. Es ermöglicht euch Master Builders, also wer es vom Mindplexi-Modus nicht kennt, es geht darum, nach einem bestimmten Thema etwas zu bauen in einer bestimmten Zeit. Und dann wird am Ende, je nachdem, gewotet, wer am besten das Thema getroffen hat. Und am Ende gibt es einen Gewinner. So. Ja, das Plugin ermöglicht euch das. Es ist kostenlos komplett. Und deswegen, die Features haben wir Inventory Saving, Automatic Arena Reset, Voting System, Reward System, World Player Points, Commands, Multiple Languages, 1.8 Teiles Configuration, um die Arena zu erstellen, In-Game GUI, Reset Arena, Floor Set, Heads, Multi Arena, Much More Features, und das kann man in der Wiki nachgucken. Ja. Automatic Arena Reset heißt einfach nur, alles was gebaut wird, wird zurückgesetzt. Dann Voting System, halt um am Ende zu voten, wer am besten war. Reward System, was der Gewinner bekommt. Verschiedene Sprachen, 1.8 Titel und alles mögliche. Ja, hier sehen wir es also schon. Setup, Extra Configuration, Commands and Permission. So, hier haben wir jetzt auch schon For Users. Also ihr könnt Build Battle oder BB nutzen und hier haben wir Join, Leave und Help. Und für die Admins haben wir BB Admin, können wir dafür benutzen. Add Topic, Remove Topic, das heißt aus diesen Topics, die wir dort hinzufügen, wird dann ein zufällig gezogen. Und ja. Dann Start und Stop. Macht einen Force, das heißt das Spiel wird schneller gestartet oder stoppt das Spiel auch schneller. Und kann man noch eine Kommando-Whitelist erstellen, das heißt, welche Kommandos dann in dem Moment benutzt werden dürfen, und eine Item-Blacklist, das heißt, welche Items nicht benutzt werden dürfen, welche benutzt werden dürfen. So, Permissions haben wir bb.user für die drei Kommandos hier und bb.admin für die ganzen anderen Admin-Kommandos. So, ihr ladet euch das Plugin einfach runter, zieht es auf euren Desktop. Und hier habe ich unseren Testserver. Ich werde das Plugin der 1.8 zeigen, aber es funktioniert auch mit der 1.9. So, ihr fügt das dann in euren Plugins-Ordner ein. Hier habe ich sonst nichts drin. Starten das einmal. Ja, wir sehen schon oben YouTube-Tutorial. Ich hatte diese Datei stammt nämlich aus einem Tutorial, was ich mal gemacht habe. Ich werde es auch nochmal in den Kommentaren verlinken, wie man so eine Startdatei erstellt. So, genug Eigenwerbung. Jetzt geht's weiter. Super Build Battle hat gestartet, Version 11. Können wir es einmal wieder stoppen, bevor wir es einrichten. Und gehen in die Config. Hier haben wir jetzt schon Super Build Battle. Die Language können wir hier alles umstellen. Die ganzen Namen. Machen wir jetzt aber nicht. Sondern gehen in die Config. Hier haben wir die Themes. Also wenn wir später Themes hinzufügen, werden die dort gespeichert. Würde ich auch deswegen in-game machen. Hier können wir jetzt die Language auf deutsch stellen.de. Oder Englisch lassen. Debug ist einmal, wenn ihr Probleme habt, könnt ihr diesen Modus anmachen. Metrik ist, ob das Plugin Daten sammeln darf, das heißt zum Beispiel welche Minecraft-Version ihr benutzt, etc. So, hier ist der Countdown, 45 Sekunden. Sounds, ob ihr halt Töne haben wollt, die Kommando-Whitelist, welche Kommandos erlaubt sind, welche, wenn ihr das spielt, haben wir ja. BB oder Build Battle, zum Beispiel würdet ihr jetzt hier die beiden rausnehmen, könnt ihr nicht in der Runde liefen. Offline Player und Item Blacklist. Das ist einfach nur die Item Blacklist, halt wie schon erklärt, welche Items nicht benutzt werden dürfen. Start Command, Enable ist False. Das heißt, wenn man nur als normaler User kann man hier ein Kommando eintragen, das dürfen auch normale Nutzer benutzen, ja. So, Rewards haben wir. Könnt ihr Vault nutzen, Player Points oder ein Command. Das haben wir zum Beispiel hier, wenn wir Command als Server Enabled auf True stellen, könnt ihr hier als erstes
dem Spieler 5 Diamanten geben, dem zweiten 1 Diamanten, dem dritten 5 Eisen und dem Rest, keine Ahnung, einmal Luft, was weiß ich. So, oder wir haben hier auch Vault, könnt ihr auf True stellen, dann kriegt der Gewinner 5 Coins, der zweite, dritte, alle anderen kriegen jeweils 5 Coins. Könnt ihr dann natürlich aber auch 4, dann kriegt der dritte 3 und der Rest kriegt 1. So könnt ihr das natürlich auch einstellen. So, das war's auch schon zur Config. Mehr gibt's hier gar nicht zu sehen. Können wir das getrost wieder schließen. Gehen wieder in den Testserver und starten den Server einmal. Ihr richtet das Plugin via Ingame ein. Mit einem praktischen Setup, was ich euch jetzt einmal zeige. So, Minecraft haben wir hier. Wie schon gesagt, 1.8. Loggen uns ein. Wir sehen schon, ich habe hier schon was Chris vorbereitet. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Slash BB. Sehen wir jetzt hier Super Build Battle von Undie Macher. Dann können wir BB Help. Da sehen wir auch schon mein User Command, Join und Leave. Und die BB Admin Commands. Gehen wir Slash BB Admin. Und wir machen jetzt erstmal ein Topic dazu. Topic und dann geben wir zum Beispiel YouTube als Topic ein. So, und einmal Minecraft. Und ja, dann können wir jetzt slash bbadmin topic list gucken, welche Topics wir haben. YouTube und Minecraft, genau. So, und jetzt machen wir nämlich das Setup und zwar mit slash bbadmin. So, hier sehen wir jetzt schon, dass einmal das Chat kurz weggeht. Ja, Chat tut das weggehen. Close Menu, damit können wir das wieder schließen und abbrechen oder eine neue Arena erstellen. Das machen wir jetzt auch. Neue Arena, you have entered the build battle setup, use the setup. Und hier haben wir jetzt alles Mögliche, womit wir das nutzen können. Die Building Time machen wir auf 5 Minuten. Die Voting Time 6 Sekunden. Das heißt, der Spieler kann innerhalb dieser 6 Sekunden abstimmen, wie ihnen das Gebäude vorhin gefällt. So, Minimum Player machen wir 2. Maximale Spieler nehme ich jetzt mal 5. Dann haben wir den Lobby Spawn Point. Dafür müsst ihr dorthin fliegen, wo er halt ist. Hier, Lobby Set to und so weiter. Dann können wir das alles zurücksetzen mit Clear oder abbrechen. Oder wir gehen den nächsten Schritt. So, das haben wir jetzt. Und jetzt sehen wir schon Point A, Point B und die Next Arena. Das ist einfach nur, wer es kennt, die verschiedenen Arenen. Das haben wir zum Beispiel hier. Zack, Punkt A, Punkt B. Nächste Arena, jetzt sind wir in der zweiten Arena. Punkt A, Punkt B, das ist die zweite, jetzt sind wir in der dritten. Die mache ich jetzt mal nur zu Testzwecken nochmal hier gleich. Vierte. Nochmal. Und es ist wichtig, dass sie immer in einem Kasten ist. Ja genau, B. So, und jetzt die nächste Arena 5. Und zwar weil. Die Arena muss eckig gesetzt sein. Das heißt, dieser Punkt A muss der höchste sein und B der niedrigste. Und daraus ergibt sich dann, wie hoch Spieler fliegen können, also wie hoch sie bauen können oder in welchem Gebiet. So, und je nachdem, wie viele maximale Spieler ihr eingibt, umso viele Arenen habt ihr auch. Hier haben wir die erste Punkt, der zweite Punkt. Jetzt haben wir 5 Arenen und dann gehen wir Next Step. You finished setting up the game. Now you can start having fun. Danke, Plugin. Und damit seid ihr auch schon durch mit Setup. Ja, und wenn ich jetzt slash bb join ganz einfach mache, sehen wir, du hast den Spiel betreten. Ja, das ist jetzt, weil wir auf Deutsch umgestellt haben. Das können wir auch halt alles in der Sprache umändern. Jetzt sind wir Spieler 1 von 5 und Arena 1 von 1. Und ja, hier können wir wieder leaven, verlassen. Du hast die Arena verlassen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Spiel gefallen hat, das Spiel, naja. Das Plugin und das Review. Dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ein Abo hilft mir immer. Und schaut doch bei dem Entwickler vorbei. Ist recht cool, das Projekt. Hat zwar manchmal vielleicht noch seine kleinen Macken. Aber dann versuche ich euch auch natürlich in den Kommentaren zu helfen. Und es ist eine tolle Sache, kostenlos, damit ihr Master Builders auch mit euren Freunden spielen könnt. Deswegen würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!